Hey ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir richtig weiche und fluffige Nutella-Schnecken. Der Hefeteig ist wirklich traumhaft soft und mit dem Nutella im Inneren hat man dann genau die richtige Dosis an Schokolade. Und ich finde ja, dass Nutella gerade in solchen selbstgebackenen Leckereien sowieso immer am allerbesten schmeckt. Oder wie seht ihr das? Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen wird und wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Wir bereiten zunächst den Hefeteig vor, für den wir Mehl, Zucker, zerlassene Butter, lauwarme Milch, einen Würfel Hefe, ein Eigelb und eine Prise Salz benötigen. Das ganze Rezept mit Mengenangaben und allem drum und dran gibt's wie immer auf meiner Webseite, wo ihr euch die Rezepte auch ausdrucken könnt. Link dazu in der Infobox. Als erstes geben wir ein bisschen von unserem Zucker zur Milch, die sollte also nicht zu heiß und nicht zu kalt sein, eben schön lauwarm. Und dann bröseln wir hier die Hefe hinein und lassen sie für 5 bis 10 Minuten stehen. Als nächstes geben wir dann das Mehl, die Prise Salz, den Zucker und das Eigelb in eine große Rührschüssel. Das kann auch schon einmal langsam mit dem Knethaken vom Mixer oder der Küchenmaschine verrührt werden, während wir dann die Hefemilch in großen Schlücken dazugeben. Lass das Ganze so kurz verrühren und gieß dann die zerlassene Butter in kleineren Schlücken dazu. Jetzt wird so lange weiter gemixt, bis sich der Teig von selbst vom Schüsselrand löst und sich quasi zu einer Kugel an den Knethaken hängt. Also einmal abhängen und dann kann der Teig nochmal mit etwas Mehl auf der Arbeitsfläche verknetet werden, bis er nicht mehr daran kleben bleibt. Trotzdem sollte der Teig noch schön soft bleiben, nehmt also nicht zu viel Mehl und arbeitet das wirklich nach und nach ein und formt euch dann am Ende eine Kugel aus dem Teig, die ihr dann von außen mit Mehl bestäubt und dann darf diese Kugel zurück in die Rührschüssel und abgedeckt für eine Stunde an einem warmen Ort gehen. Für die Füllung brauchen wir dann natürlich ein bisschen Nutella und wenn ihr mögt, gehackte Mandeln. Und zum Bestreichen der Hefeschnecken brauchen wir ein Ei und einen kleinen Schluck Milch. Das Ei verquirlen wir dann ganz einfach ordentlich mit dem Schluck Milch. Das wird dann quasi der Sonnenschutz für die Nutella-Schnecken im Backofen. Sobald unser Hefeteig nach einer Stunde dann richtig schön aufgegangen ist, können wir damit anfangen, ihn auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche dünn auszurollen. Das sollte möglichst rechteckig und ungefähr 3 mm dick sein. Dann kommt auch endlich unser Nutella zum Einsatz, das wir einfach nur dünn auf der ganzen Oberfläche verstreichen. Lediglich die beiden langen Seiten sollten ungefähr 1 cm frei bleiben. Und sobald die ganze Oberfläche dann mit Nutella bestrichen ist, können wir die gehackten Mandeln darüber streuen. Jetzt wird der Teig einmal längs eingerollt, das Ende könnt ihr mit etwas Ei verkleben und dann schneiden wir uns 3 cm breite Stücke aus unserem Röllchen. Die Teigstücke verteilen wir dann mit etwas Platz zueinander auf unserem Backblech und formen sie auch nochmal ein bisschen nach, damit sie schön rundlich werden und nicht oval bleiben. Zum Schluss bestreichen wir die Nutella-Schnecken noch mit unserem verquirlten Ei, auch ein bisschen innen bzw. an der Oberfläche, damit die Schokolade nicht verbrennt. Und wer möchte, kann dann zum Schluss nochmal ein paar gehackte Mandeln darüber streuen. So geht es jetzt bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 20 bis 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen damit, bis eine schöne goldbraune Backfarbe zu sehen ist. Und dann könnt ihr eure Nutella-Schnecken auch schon genießen, entweder warm oder kalt, das schmeckt beides super lecker. Und wenn ihr sie gut luftig verpackt, bleiben sie am nächsten Tag auch noch wirklich super soft. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und vergesst auch nicht zu abonnieren, damit wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann, tschüss!